Hallo zusammen und willkommen zu einem neuen Video. Ja, heute bin ich mal wieder mit dem Rad unterwegs, hier im wunderschönen Rheinhessen. Die Region ist nämlich extrem spannend, was Windkraft angeht. Auch spannend für Weinliebhaber, aber ich bin heute nicht wegen dem Wein hier, sondern wegen den Windrädern natürlich. Hier ist auch wieder ein echtes Highlight in Rheinland-Pfalz. Das ist der Windpark Kloppberg. Den wollte ich echt schon ewig besuchen und heute habe ich es endlich mal geschafft. Extrem spannender Windpark, weil hier echt super viele verschiedene Generationen von Anlagen stehen. Noch ein paar echte Oldtimer, zwischendrin ein paar größere Anlagen. Ja, das ist quasi so die Wiege der Windkraft hier in Rheinhessen. Hier fing alles an. 1995 wurden hier die ersten Anlagen gebaut. Mikon 530 waren es damals, zwei Stück stehen jetzt leider nicht mehr. 1998 ging es dann hier richtig los, da wurden insgesamt 16 Anlagen errichtet, unter anderem Nordex N43 mit 600 kW, 14 Stück, auf Gittermast, habe ich auch noch nie gesehen in dieser Art. 7 Stück stehen davon noch. Hier drüben stehen nochmal 2. Richtig geile Retro-Teile. Ja, aus dem gleichen Jahr gibt es auch noch Fuhrländer FL1000. Da steht jetzt leider nur noch eine. Die steht hier hinten dran jetzt. Ja, 2005 wurde dann erweitert. Da wurden 4 E48 gebaut. Das sind die hier. 2010 gab es dann das erste Repowering, da wurden die Mikon repowered und an deren Stelle wurden 4 Enercon E53 gebaut, das sind die hier. 2014-15 gab es dann das zweite Repowering, da kamen dann 7 von den Nordex-Anlagen weg und man hat Senvion 3.4M 114 gebaut, 2 Stück, hier steht eine. Hinten dran steht, glaube ich, die andere. Und die Anlagen im Hintergrund gehören schon wieder zu einem anderen Windpark. Das ist der Windpark Framersheim sein. Ja, 2017 kamen dann nochmal neue Anlagen dazu. Vestas V117, 2 Stück. Da steht eine. Und die nächste steht hier drüben. Ja, und die neuesten Anlagen hier im Windpark sind Enercon E82, 2 Stück von 2018. Wir haben auch schon das neuere Gondeldesign mit dem flachen Hinterteil. Da steht eine. Und ich stehe gerade hier unter der zweiten. Steht jetzt leider. Geht nicht extrem viel Wind heute. Bin froh, dass wenigstens etwas Wind geht. Als ich hier ankam, ging nämlich gar kein Wind. Da stand hier alles. Ja, und hier hinten geht es schon weiter mit dem nächsten Windpark. Das ist der Windpark Dautenheim, Hangenweisheim, Eppelsheim. Da stehen auch wieder jede Menge Anlagen. Auch wieder Repower 3.4104. Enercon E101, E115, Vestas V112 stehen hier, glaube ich, auch noch. Ja, und ihr sitzt schon im Hintergrund am Horizont, da steht alles voll mit Windrädern. Also echt richtig krass hier in der Region. Auch wieder Vestas, Senvion. Hinten sieht man den Donnersberg. Und hier hinten am Horizont geht es gerade so weiter. Auch wieder alles voll.
mit Anlagen. Hier hinten sieht man sogar den Windpark Gau-Bickelheim, den ich schon mal besucht habe mit den Kennersys-Anlagen. Und da geht es gerade weiter. Auch wieder alles voll mit Anlagen. Alles Enercon. Also, die Region hier ist super spannend. Aber heute bin ich erstmal hier, um den Windpark Kloppberg zu erkunden. Das ist spannend genug. Und ich werde mir jetzt mal die kleinen Nordics von nahe anschauen. Ich bin jetzt noch mal etwas weiter in den Windpark reingefahren. Hier sieht man die einzelnen Anlagen noch mal ein bisschen besser. Steht hier in der Nähe von der E82. Auch mit neuerem Design. Hier hatten wir jetzt einen coolen Vergleich zwischen der N43 und der Vestas V117. Echt ein geiler Vergleich zwischen den Generationen. Hier hinten dran stehen Repower 3.4M 104. Die können zum Windpark Framersheim. Ja, hier sind dann die 4 Enercon E48 und die E53. Geht so ineinander über, auch 4 Stück. Ja, hier im Windpark hat man sehr viele kleine Anlagen gebaut. Auch weil der Windpark echt ziemlich nah so in der nächsten Wohnbebauung ist. Ja, hier hinten steht auch nochmal eine V117. Das sind so die beiden größten Anlagen im Park. Und dann die Nordics N43. Hier schön in einer Reihe. 3 Stück. Das ist die kleine Fuhrländer. Schade, dass sie jetzt nicht laufen. Aber es ist echt zu wenig Wind. Also selbst die großen laufen nicht. Die V117 und die Repower. Aber naja, vielleicht fangen sie ja noch an zu laufen, wenn der Wind ein bisschen auffrischt. Da drüben ist auch nochmal eine Repower. Sieht auch cool aus mit dem braunen Turmfuß. Ja, echt cool, dass hier so unterschiedliche Generationen von Anlagen stehen im Park. So, ich stehe jetzt hier in der Nähe von einer der kleinen Nordex-Anlagen. N43 600 kW auf Gittermast. Noch nie gesehen vorher, richtig cool. 78 Meter Nabenhöhe hat die, auch relativ viel für so eine kleine Anlage. Und was mir gar nicht bewusst war, dass die Nordex-Anlagen früher so aussahen. Also mit diesem länglichen Maschinenhaus und der Pinocchio-Narbe. So ein bisschen aus wie Nordtank oder ein Bonus. Richtig cool. Ja, das sind auch Stallanlagen, also sie können die Rotorblätter nicht aus dem Wind pitchen. Ist bei den alten Anlagen oft noch so. Ja, echt schade, dass sie nicht laufen, aber es ist zu wenig Wind heute. Naja, wenigstens passt das Wetter. Man kann nicht alles haben. Ja, hier im Hintergrund die kleine Fuhrländer FL1000. Die habe ich ja auch schon mal im Windpark Hornberg gefilmt. Da haben sie allerdings 110 Meter Nabenhöhe. Die hier hat 70, schätze ich mal. Die gute alte FL1000. Ja, hier hinten sieht man nochmal schön die N43 in einer Reihe. Ja, es geht echt wenig Wind heute. Also die E48, E53 haben sich jetzt auch abgeschaltet. Geht echt zu wenig Wind. Echt schade. Ja, die V117 läuft auch nicht. Trudelt auch so ein bisschen vor sich hin. Ja, den Unterschied zur 412 erkennt man ganz gut, weil die Rotorblätter sich bei der 417 an der Narbe so ein bisschen verjüngen. Sieht aus, als ob die, ja, wie bei den alten Anlagen, wo die
Flügeladapter extra waren. Ja, ABOWIND hat den kompletten Windpark hier entwickelt. Auch die N43 hat ABOWIND errichtet. Ja, und hier hinten dran die drei Repower 3.4104. Das ist der Windpark Framersheim. Das war der erste Windpark, den ABOWIND hier in der Region errichtet hat. Damals waren das noch N54 und wurden dann irgendwann mit den Repower 3.4104 repowered. Ja, die E48 hier steht auch. Hier sieht man die N43 nochmal schön von hinten. Richtig cooles Teil. Ja, dann werde ich mal weiterziehen. Ja, von hier aus hat man echt... nochmal einen tollen Blick auf die drei kleinen Nordics. Schön in einer Reihe, wie sie hier stehen. Echt richtig schade, dass sie heute nicht laufen. Habe ich mich echt drauf gefreut. Ich denke mal nicht, dass sie schon stillgelegt sind. Also ich denke schon, dass sie noch laufen. Ja, von Repowering ist mir jetzt nichts bekannt. Ich weiß es aber auch nicht. Vielleicht wissen Leute aus der Region hier mehr dazu, ob die Anlagen noch laufen. Ja, viele Altanlagen sind ja Ende letzten Jahres bzw. Anfang dieses Jahres aus der EEG-Förderung rausgefallen. Ja, und der Weiterbetrieb ist oft nicht mehr rentabel. Wenn es da mal einen größeren Schaden gibt, muss der Betreiber dafür aufkommen und ja, das lohnt sich leider nicht. Deshalb ja, werden viele alte Anlagen, echt super schade, abgebaut und nicht weiter betrieben, obwohl sie vielleicht noch ja, gut 10 Jahre weiter betrieben werden könnten. Das ist echt schade. Weiß ich aber jetzt nicht genau hier. Ja, Repowering habe ich mal gelesen, wird hier sehr schwierig. Also jetzt Repowering mit der 5-6 Megawatt Klasse, eine N163 hier hinzustellen, wäre echt schwierig, weil die Abstände zur Wohnbebauung schon relativ gering sind. Die neuesten Anlagen, die man hier gebaut hat, waren ja E82, also eher so mittelgroße Anlagen, beziehungsweise ja, N117, das sind jetzt hier so die größten im Park. Oder die Repower 3.414. Aber da hat sich die Begeisterung der Bevölkerung auch in Grenzen gehalten, weil das schon auch echt große Anlagen sind. Da sieht man nochmal schön den Unterschied von der 417 zur FL1000. Ja, von daher hat man die letzten Jahre dann eher mit kleineren Anlagen repowered. Also E48, E53. Aber die gibt es ja leider auch nicht mehr. Die hat Enercon jetzt komplett aus dem Programm gestrichen. Ja, also wie es dann hier aussieht, wenn mal irgendwann repowered werden soll, mit was hier repowered werden soll, kann ich jetzt echt nicht sagen. Ja, ich stehe hier gerade unterhalb der V117. Auf der Treppe. Die trudelt nur so langsam vor sich hin. Für die geht auch zu wenig Wind. Naja, das ist ja oft im Herbst so, dass zwar noch schönes Wetter ist, aber es geht halt leider nicht so viel Wind. Naja. So, ich stehe jetzt hier nochmal kurz unter der kleinen Nordex. Der Gittermast ist echt relativ massiv, also für so eine kleine Anlage schon echt ein Riesenteil. Klar, ich habe schon unter größeren Gittermasten gestanden, N90 auf 105 Meter, aber für eine kleine Anlage wie die hier ist es schon echt beeindruckend. Ja, schade, dass sie nicht läuft, aber es würde mich echt interessieren, ob sie noch im Betrieb ist oder ob sie wirklich aus der EEG-Vergütung gefallen ist und jetzt dauerhaft stillgelegt ist. Also wer es weiß, gerne mal in die Kommentare schreiben, würde mich echt interessieren.
Ja, hier unten am Turmfuß ist auch schon echt so ein kleiner Wald. Alles wieder zugewachsen. Da muss man sich erstmal durch die Büsche schlagen, wenn man die Leiter hoch will. Hinten nochmal die anderen beiden. Und hier sieht man jetzt auch nochmal schön die kleine FL-1000. Ja, was mit der ist, auch keine Ahnung. Das ist ja auch eine der ältesten Anlagen hier im Park. Wurde ja auch 98 errichtet. Kann gut sein, dass die auch schon stillgelegt ist. Aber ich weiß es nicht. Also gerne mal in die Kommentare schreiben, wenn ihr es wisst. Würde mich echt interessieren. Ja, aber die Anlage, die geht bestimmt echt richtig gut ab im Herbst. Wenn sie denn läuft. Ja, hier hinten sieht man auch nochmal einen anderen Windpark. Stehen auch wieder jede Menge Anlagen. Größtenteils E82 und Senvion 3.4M104. Das ist der Windpark Dorn-Dürkheim, Dettelsheim-Hessloch. So heißen die Ortschaften, zu denen er gehört. Und dann direkt im Anschluss wieder der nächste Windpark. Also hier ist echt so viel los. Also da müsste man eine ganze Woche hier unterwegs sein, um die ganzen Windparks hier zu filmen. Ja, hier habe ich echt noch mal was richtig Cooles entdeckt. Eine Infotafel in Anführungszeichen zum Windpark Framersheim, zu der Entstehung und zum Repowering. Ja, und die Infotafel ist quasi ein altes Blatt einer Nordex N54, die hier vorher standen. Ich gehe mal ein bisschen näher ran. Ja, 1998 wurden hier N54 gebaut, drei Stück mit je 1 Megawatt. Und 2013 kamen dann die Repower bzw. Senvion 3.4104. Ja, so sah es hier vorher aus. Das ist ein Bild von den alten drei Anlagen. Das war quasi so der erste Windpark, den ABOWIND errichtet hat. 60 Meter Nabenhöhe. Ja, krass. Und man hat hier eine durchschnittliche Windgeschwindigkeit von 6,9 Metern pro Sekunde. Das ist echt ziemlich beeindruckend. Da gibt es Standorte im Schwarzwald, die wesentlich windschwächer sind. Das hier ist auch cool. Da sieht man die N54 und hinten dran sieht man die ganzen Nordex N43. Die wurden ja auch zeitgleich errichtet, 98 im Windpark Kloppberg. Da standen vorher nur die und die zwei Fuhrländer. Und die ganzen anderen Anlagen standen noch gar nicht. Richtig cool. Ja, da ist jetzt ein Bild vom Repowering, vom Abbau. Hier sieht gerade den Rotor demontieren. Hier Demontage des Maschinenhauses. Da wird der Turm abgebaut. Ja, so ähnlich habe ich das Ganze ja schon mal bei den Anlagen im Windpark Ettenheim gesehen, bei den N60. Die waren jetzt ein bisschen größer, aber im Prinzip vom Aufbau ähnlich. Ja, und dann ging es 2013 los mit den neuen Anlagen. Fundamentbau, Turmbau. Dann die drei Stahlturmsegmente obendrauf. Und ja, hier wird das Maschinenhaus montiert. Rotorblätter. Ja, und hier dann nochmal ein paar Infos zum jetzigen Windpark. Also 3 Senvion 3.4M, 128 Meter Nabenhöhe. Richtig coole Idee.
Ja, und hier sieht man jetzt die neue Anlage, die Zenvion 3.4M. Beziehungsweise bei der steht sogar noch Repower dran. Das ist dann wohl ein Maschinenhaus, das etwas früher gefertigt wurde. Ja, zum Abschluss hier echt nochmal ein wunderschöner Blick über den gesamten Windpark Kloppberg und den benachbarten Windpark Dautenheim-Hangen-Weißheim. Ist auch landschaftlich echt wieder wunderschön hier mit den Weinbergen und dann die Windräder hier. Das gefällt mir echt richtig gut. Ja, ich stehe hier gerade bei den Repower 3.4104. Die gehören schon zum Windpark Framersheim. Auch von ArboWind, einer der größten Projektierer hier in Rheinland-Pfalz, neben Juwi. Auch sehr, sehr schöne Anlagen. Also es ist echt ein Jammer, dass es Repower nicht mehr gibt. Ich hätte echt gern gesehen, was die noch so rausgebracht hätten für Anlagen. Die 3.6, 3.7M, 140 haben ja so einen kleinen Vorgeschmack gegeben, aber das waren ja dann so die letzten Anlagen, die Repower produziert hat. Sehr, sehr schade. Ja, von hier hat man auch echt nochmal eine tolle Aussicht in die Ferne. Auch wieder ganzen Haufen Windräder. Da hinten, das müsste der Windpark Gaubickelheim sein. Mit den Kennersys-Anlagen, den ich auch schon mal besucht habe. Hinten sind auch schon wieder jede Menge Anlagen. Also ich weiß gar nicht, wie die ganzen Windparks da heißen. Habe ich nicht alle auf dem Schirm. Ich habe es irgendwo aufgeschrieben, beziehungsweise auch alles digitalisiert. Aber ich kann es euch jetzt leider nicht sagen. Das ist einfach zu viel. Ja, aber die Region hier ist einfach extrem spannend. Da hinten die Anlagen, das ist der benachbarte Windpark Dautenheim-Hangen-Weißheim mit den E101, E115, Zenvion 3.214 und den V90. Und da fängt dann der Windpark Kloppberg an. Steht auch noch eine. Das ist jetzt, glaube ich, schon eine Zenvion. Ja, da steht's. Ja. Ja, es hat echt Spaß gemacht, den Windpark hier zu erkunden. Ich hoffe, euch hat es auch Spaß gemacht, zuzuschauen. Schreibt gerne fleißig Kommentare. Freue ich mich drüber. Ja, im Anschluss wie immer ein kleines Drohnenvideo. Und dann sehen wir uns hoffentlich beim nächsten Video. Halt die Ohren steif und bis bald.